Der Lorenzer Platz. Heftiger Regen und Donner haben ihn leergefegt. Wer kann, sucht irgendwo Unterschlupf, wenn noch Platz ist. Der Rest ergreift die Flucht. Schon oft hat es im Juli heftig gewittert. Laut der Messstation am Flughafen aber an keinem Tag so heftig wie am Samstag. 12 Liter pro Quadratmeter kamen in einer Stunde vom Himmel. Das ist sowas mir auch noch nicht passiert. Hier, schaut euch das mal an. Es hagelt und haut runter wie Irre. Und das ist natürlich sehr schade. Also da steckt sehr viel Vorbereitung drin in dem Ganzen und sehr viel Aufwand und sehr viel Liebe. Und jetzt sind die Leute natürlich weggelaufen. Ein paar Hartgesottene haben noch gedanced wie Irre, aber die haben jetzt auch langsam aufgegeben. Die hätten sich gerne unter der Bühne versteckt, aber das hat ja auch nicht geklappt, aus Sicherheitsgründen. Die Musiker und die Organisatoren müssen umplanen. Auch Sammy David trifft das Unwetter unvorbereitet. Er ist unterwegs auf dem Badentreffen, um für ein bayernweites Jugendradio Interviews aufzunehmen. Ja, im Badentreffen ist natürlich eine bunte Mischung an Musik. Es gibt viele Percussion-Gruppen, die hier rumlaufen und auch ja, ganz neue Bands, alte Bands, Bands, die seit 40 Jahren hier irgendwie auftreten, gefühlt. Und das ist natürlich interessant für uns. Das Konzert der Band, auf die er seinen Fokus legen wollte, wurde abgebrochen. Jetzt heißt es Konzept umändern. Der Regen macht mir leider einen Strich durch die Rechnung. Ich hätte gerne hier eben noch jemanden interviewt, hätte gerne noch ein paar Leute auf der Straße befragt, aber im Regen lässt sich das leider nicht so leicht organisieren. Ich meine, das ganze Equipment wird das und die Leute sind auch nicht mehr so gut drauf wie bei Sonne und schönem Wetter. Sammy will es trotzdem noch mal versuchen, sobald der Regen aufhört. Es gibt ja noch genug andere Künstler zu entdecken. Bis zu 10.000 Kilometer Weg nahmen manche auf sich, um beim Badentreffen in Bayerns zweitgrößter Stadt dabei zu sein. Die Besucher wollen nicht, dass alles umsonst war. Durchhalteparolen. Wir sind gerade gekommen und wir laufen gerne weiter. Ja? Wir schauen uns das an, bei jedem Wetter. Wir kommen extra aus Italien her, deswegen können wir uns das nicht erlauben zu fehlen. Wir laufen jetzt weiter. Ich habe mir jetzt einen Regenponcho gekauft, jetzt machen wir weiter. Gibt nur schlechte Kleidung. Also wenn es wirklich ganz schlimm gewittert und stürmt und wir Angst haben, dass irgendwas von den Dächern fällt, dann gehen wir. Aber da ist noch Luft nach oben. Im Moment schon noch, ja. Der dichte Verkehr während und nach dem Unwetter rund um Nürnbergs Altstadt lässt aber vermuten, nicht alle sind so tapfer. Die Hartgesottenen hoffen auf Besserung und denken im Herzen vielleicht an Woodstock. Damals hat der Regen ja auch niemanden gestört. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.